den großflächigen Waldbränden in der Region kam es zur Ausrottung einer seltenen Spezies. In der Finanzkrise rund um Helene Sternberg gibt es neue Entwicklungen. Nach dem Verlust ihres Jobs sank ihr Kontostand um 24 Euro auf 14.522 im Minus. Aber Helene Sternberg wäre nicht Helene Sternberg, wenn sie nicht längst einen neuen Plan hätte. Die frisch verliebte 24-Jährige startet jetzt in ein neues Leben mit frischen Ideen und guten Konzepten. Okay, du sagst eine Zahl zwischen 1 und 15. 14. Okay. Ich habe 13 gesagt. Habe ich eindeutig gehört. Ja, ich zahle die Tickets. Nee, das kann ich jetzt auch übernehmen. Nein, mache ich wirklich gern. Du musst wirklich nichts übernehmen. Das ist wirklich kein Problem für mich gerade. Bist du sicher, dass du mir einfach so ein Flugticket ausgeben willst? Das ist wirklich kein Problem. Finanziell sieht's gut aus gerade. Es ist so cool, dass du gekommen bist. Magst du Speck? Voll. Die Sachen habe ich aus unserer Vorratskammer. Hat Mama gesagt, dass ich spenden will an die Leute ohne Zähne am Bahnhof. Oh Mann. Danke. Und das andere habe ich auch. Selbstverständlich kann man auf gar keinen Fall Geld von einer 7-Jährigen annehmen, das sie ihrer Mutter geklaut hat. Ich weiß, wo sie es lagert. Sie hat gemeint, dass es eh nicht lohnt, es anzulegen. Sie hat genug, echt. Sie kauft sich jede Woche neue Matten für den Sport. Sie macht jetzt so einen Sport im Internet. Naja, vielleicht doch. Leihen geht schon. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na.